Miss Kerr schläft. Krabs hat guten Tag. Feuer! Das war's. Wir haben den Job erledigt. Machen wir uns auf den Weg zurück. Vergiss nicht, kurz bei Trapper in der Janov-Station vorbeizuschauen und ihm zu sagen, dass die Sache mit der verletzten Chimäre erledigt ist, damit du deinen Anteil bekommst. Das war einfach. So, 5000, sehr schön. Ja, gehen wir bitte. Verkaufen wir das Zeug direkt mal? Ich höre. Willkommen auf uns. La. So, Chimärendings. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Sonst noch irgendwas, was ich loswerden will? Ich glaube nicht. Okay, danke dafür. Schau einfach vorbei, wenn du Artefakte findest. Dann werden wir schon sehen. Hm. Ja, ich glaube, hier kriegen wir nicht noch. Hey, Stock. Ja, dann nochmal zurück. Bitte. Die 1000 gönne ich mir jetzt gerade. Steck erst mal die Waffe ein. So. Ah ja, essen können wir auch noch mal eine Runde. Mampf. So, mit wem soll ich jetzt noch mal reden? Achso. Controller, ja, okay. Эй! Алло! Der Hawaiianer. Schau ab und an vorbei. Идейные, блин. Ну, как смотри, так, Припять? Ну да, конечно, нету мащи, так и долго. Зону под контроль. Was geht, Bruder? Эй, ман, was geht? Immer noch nix. Напряжения, а это от депрессии. Спасибо. А я, так раз мы фрайт хаст. А у вас кроме водки ничего нет? Цемал. За, абштеча. Ау нич. Точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Ja, ich gehe jetzt mal alle ab. So. Was geht? Verlangst du weniger?
Ja, tatsächlich. War jetzt leider nötig. Es ist das ganze Geld halt wieder weg. Ciao. So, wer war denn jetzt Missionsprotokoll, bitte? Genau, die Belohnung hätte ich gerne. Die sind woanders. Seid ihr denn beim Umspannwerk? Na, dann müssen wir halt jetzt nochmal zum Umspannwerk. Auch in Ordnung. Nun ja, viel Glück. Mhm. Hoffen wir mal das Beste. So, genau. Ja, da war ich doch gerade erst. Aber das scheint sich ja, hoffentlich sammelt sich das an. Wenn ich da jetzt jedes Mal hin und her rennen müsste. Ich glaube, das geht auch gar nicht von hier aus. Hallo, ich komme, um eine Belohnung abzuholen. Bin nur leider ein wenig außer Atem gerade. So. Ja, kommen wir nach Pripyat. Habe ich jetzt eine Belohnung gekriegt oder nicht? Hallo, ich hätte gerne Belohnung. Die Sachen zum Beispiel. Was für ein ungeeignetes Ethernet-Kabel. Okay, keine Ahnung, warum ich das nicht abschließen kann. Also wird das jetzt leider mal nichts. Naja, okay, gut. Vielleicht hat das ja so schon irgendwie einen Schuss weggehabt. Wie gesagt, die sind ja leider nicht an der Bar, die Freunde. Sie sollen den Stalker Trapper. Okay. Was mit Flint machen müssen? Naja, mal gucken. Okay, suchen wir mal Trapper. Trap, Trap, der Trapper. Ist der hier irgendwo? Ach, vielleicht ist er da unten. Hi. Ja. Ich, Gotha und ich haben die Chimäre getötet. Juhu. Danke. Je weniger von diesen Bestien hier Unwesen treiben, desto besser für uns alle. Wenn du jetzt um das andere Viech kümmern könntest. Okay. Hier ist hier leider nichts drin. Wo
Gut, und sonst war hier noch irgendwas zu erledigen, ne? So, mit wem können wir denn hier noch reden? Hey! Marlin, Emissionen. Mit dir? Weidmannsheil. Was geht, Bruder? Die Molitkämpfer halt, okay. Nettes Gewehrchen. Der scheint jetzt nicht so. Hilfreich zu sein. Vielleicht könnte ich auch mal gucken, ob ich mit dem Werkzeug irgendwie was anfangen kann. Sag, du rennst halt da oben rum. Ich gehe mal gerade da runter. Das könnte da. Wir haben ja, glaube ich, irgendwo diesen komischen Zug gesehen. So, hier ist schon mal nichts drin. Irgendwo war ja diese Elektro-Anomalie in dem Zug. Wo war denn das nochmal? Na, ich renne mal hier entlang. Vielleicht finde ich da wieder was. Mein Vorteil am Zug ist, normalerweise sind die irgendwo, wo es auch Schienen gibt. Deswegen, so weit von den Schienen können die jetzt nicht weg sein. Da wäre ein Zug. Ja, auch länger nicht mehr gespeichert. Gehen wir nochmal auf Nummer sicher. Wie gesagt, kann ja auch jeden Moment wieder abstürzen, das Spiel. So, bist du der Zug mit der Elektroanomalie? Yep, tatsächlich. Okay. Ist halt nur die Frage, wie kommen wir da rein? Vielleicht von der Brücke. Hier außenrum scheint es ja überall zu sein.
Ja, das mit der Brücke könnte auf jeden Fall gehen. Ich glaube, ich warte mal kurz. Das wird ein bisschen Ausdauer regenerieren. Hier kann ich ja, glaube ich, nicht rein, oder? Ne, leider nicht. Ja, das könnte aber tatsächlich funktionieren. Natürlich, jetzt stürzt du beim Abspeichern, aber ich habe kurz davor nochmal gespeichert. Von daher sollte das hier gerade einigermaßen passen. So, wo sind hier die letzten Save Games? Ja, das sollte so weit hinhauen. So, starten wir nochmal. Mal schauen, was das jetzt wird. So, ich hoffe, das Quicksave geht. Wie gesagt, genau in dem Moment ist es ja leider abgestürzt, als ich speichern wollte. Noch sieht das nicht so. Kommt was? Vollständig geladen scheint es zu sein. Dann bin ich mal gespannt, ob ich es auch starten kann, das Spiel gleich. Jupp, hat tatsächlich funktioniert. Cool. Na gut, jetzt weiß ich ja Bescheid. Hep. Ach, guck mal, da ist eine offene Luke. Praktisch. So, trotzdem werde ich jetzt gerne wieder ein bisschen mehr von meinem Dings wieder. Das scheint glücklicherweise zu funktionieren. Sehr schön. Aua, das hat nicht funktioniert. Wusch. Zack. Toll. Super Punkt, um überladen zu sein. Alles klar.
Also muss ich dann wahrscheinlich die Schweinedinger wieder weglassen. Hier fetzt sich wieder gerade irgendjemand. Oder ich hau mir noch gerade so ein Medikit und ein bisschen was zu essen rein. Sehr gut. Okay, damit hätten wir schon mal was. Dann bringen wir das doch mal weg. So, die da. Ja, ich glaube, wir gehen gerade nochmal zurück. Ach ja, speichern können wir den Spaß auch nochmal. Aber ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, das ist der richtige. Ich habe halt keine Ahnung, wer von den beiden jetzt Nitro ist und wer der andere. Ich hoffe mal, das ist der, der hier ist. Weil der andere war ja eigentlich nur betrunken. Aus dem Halten der falschen Station. Ja, und ich glaube halt wirklich, die Ausdauer liegt mit unserem Gewicht zusammen. Aber ich will halt ungern hier was liegen lassen. Man kann halt alles irgendwie noch gebrauchen. Munitionsmangel ist halt auch nicht so das Wahre in dem Spiel. Deswegen würde ich den gerne vermeiden. So, wie gesagt, ich hoffe mal, du bist der, der jetzt dieses Werkzeug braucht. Hey! Das ist eigentlich Nitro, cool. Ich habe Werkzeug für dich. Das einfache Werkzeug. Cool. Feinwerkzeug und Kalibrierungswerkzeug. Okay. Alles klar, Gebo. Vielen Dank fürs Reinschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Jetzt könntest du ja, glaube ich, ein bisschen mehr machen, oder? Schussgenauigkeit, Zuverlässigkeit. Flachheit. Kannst du eigentlich hier mittlerweile was machen? Jawohl. Das sieht halt echt nicht schlecht aus. Aber ich glaube, das geht da mit dem Kalibrierungswerkzeug und das mit dem Feinwerkzeug, würde ich fast sagen. Hat da jemand irgendwas Obszönes im Chat gemacht? Olinchen?
Warum wird da rumgekichert? Amerikanischer Pfeifhase. Okay. Man sieht sich. Jojo. Die Frage ist, ob ich hier, ob das jetzt so schlau war, hier das Geld zu investieren. In die Rüstung, weil ich ja eh demnächst eine neue brauche. Nun ja, viel Glück. Tja, die andere Frage. American Pika, Also American Pikachu wahrscheinlich. Wo könnte noch was von den Werkzeugen sein? Feine Arbeit und Kalibrierung. Ich könnte mal gucken, ob da unten bei dem Hubschrauber noch mal irgendwas ist. Da wäre noch irgendein Versteck. Na gut, schauen wir mal nach. Na komm, Waffe bitte. Danke. Na gut, der Weg scheint einigermaßen zu stimmen. Ich glaube, hier rüber ging es, oder? Ja. Das dürfte einigermaßen hinkommen. Aber glücklicherweise scheinen die Gegner echt nicht wieder zu respawnen. Zumindest fürs Erste. Warum sind eigentlich die ganzen Autos atomar verseucht? Sind die nicht bei Stalker? Bei Fallout meine ich. Bei Stalker schon, nicht bei Fallout. Nur mit der Ruhe, Mom. Deine Waffe ein. So, pass mal auf. Ich habe hier noch Schweinegedöns. Bitteschön. Ich
Ja, und ansonsten ist ja auch nicht. Passt schon irgendwie. Bin ich noch richtig? Nee. Ich muss eher darüber. Aber ja, dann wird es mit dem Pika ja dann doch stimmen. Ich meine, Pikachu ist ja auch eher Maus, so was ich mal gehört habe. Ist hier noch irgendwas Tolles? Wahrscheinlich nicht so. Okay, gucken wir uns mal hier in den Gebäuden. Vielleicht finden wir hier tatsächlich noch das verbleibende Werkzeug. So, nochmal kurz warten. Frisch du nochmal deinen Atem ein wenig auf. Versuchen es halt mit dem Versteck nochmal. Das könnte halt auch sein. Ich glaube zwar nicht, dass wir das Werkzeug finden, aber vielleicht finden wir doch noch irgendwas anderes Tolles. Na gut, hier ist zu. Wie gesagt, hier waren wir auch schon leider ohne Erfolg. Da gab es nichts Interessantes zu mitnehmen. Was haben wir denn hier oben? Genau, hier war das mit dem Artefakt. Stimmt, hier war ich ja sogar schon mal drin. Ich glaube, ihr seid gerade ein bisschen verbuggt, ihr Hunde. Stimmt, war das nicht das, wo ich hier oben nicht mehr weiterkam? So, da haben wir hier eine Menge Blitzanomalien. Aber nachdem ich jetzt ja mal herausgefunden habe, dass man sich komplett ducken kann, wenn man halt gehen und ducken gleichzeitig drückt.
habe ich den Eindruck, dass wir hier gerade durchkommen. So, das scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Zerbritzel, zerbritzel. Und hier kann ich ja normal laufen gerade. Okay, hier käme ich wieder raus. Gut zu wissen. Ah ja, cool, guck mal. Das Feinwerkzeug haben wir. Sonst noch irgendwas Tolles hier. Scheint mir aber erstmal nicht der Fall zu sein. Hm. Gut, damit hätten wir das schon mal erledigt. Wie schwer ist denn dieses Feinwerkzeug? 2 Kilo immerhin. Aber gut, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Jetzt ist halt die Frage, wo dieses Kalibrierungswerkzeug noch ist. Tja, wo könnte dieses Feinwerkzeug noch sein? Das wäre halt auch angenehm, wenn wir das halt angezeigt kriegen würde. Und halt die Frage, was wir da mit dem Versteck machen können. Ich gehe mal gerade nochmal raus, guck mir das mal von außen an. Eventuell müssen wir da auf der Mauer entlang. Oder wir gehen halt einfach hier rein. Ah ja. In Ordnung. Du wirst mal entladen und fallen gelassen. Ich glaube, die Knarre kann aber auch wieder weg. So, jetzt sind wir schon wieder fast am Maximum, aber wir haben zumindest Zeug mitnehmen können. Ja, ich glaube, es hat sich gelohnt. Sehr schön. Wie gesagt, die Frage ist halt immer noch, wo jetzt dieses Feinwerkzeug ist. Ne, Kalibrierungswerkzeug ist es ja. Feinwerkzeug haben wir.
Soll ich mal nachschauen? Ach komm, ich bring's jetzt mal weg und dann gucken wir mal, wie es weitergehen könnte. So weit ist der Weg ja zum Glück nicht. So, und wie gesagt, Koblock und Fleischkuppen-Artefakt. Das anomale Wäldchen. Auch schön. Ja gut, darüber und dann links halten. Oder schräg links hoch. Also kriegst du auch wieder Hunger, Kollege. Was ist mit euch da passiert? Habt ihr irgendwas Schönes? Leider nicht. Ich glaube, das da hinten hatten wir doch einigermaßen schon zerlegt, das Lager. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ah, ein Zombie. Leider nicht so wirklich brauchbar. Genau, ihr könnt euch da mal eine Runde fetzen, das passt. Bin mal gespannt, was du mit dem Werkzeug dann alles anfangen kannst. Hoffen wir auf jeden Fall mal das Beste. Können wir hier auch rein? Können wir, okay, das spart gerade ein bisschen Zeit. Was geht? So, ich habe Werkzeug für dich. Das Feinwerkzeug. Sogar 1200, nett. Ciao. Na gut, wir brauchen halt immer noch jemanden. Also noch einen dritten. Und den Schutzanzug auf jeden Fall. Wie machen wir das denn am sinnvollsten? Чему расскажешь хорошего? So, wie gesagt, mit dir können wir leider nichts mehr anfangen. Deine Kollegen sind ja leider weg. Da kann ich die Mission leider auch nicht ab
eben. Hey, Stalker! Wie geht's? Weggebracht werden muss ich gerade nicht. Mit wem können wir denn hier eigentlich noch reden? Für die Monolithen? Das ist halt auch noch. Also mit den Leuten. Hallo? Da, guck mal, ich habe wieder Zeug für dich. Zumindest ein bisschen was. Tja. Bis dann. Oder müssen wir halt noch, der hat ja gemeint, er vertraut sich. Wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Wächteraufträge machen. Oder beziehungsweise halt von den anderen Wappen. Wie sieht's denn aus? Komm rein, Mann. Entspann dich. Fühl dich wie zu Hause. Der ist gelb. Hallo, Stalker. Du halt auch. Ja, kann ich irgendwie für euch Missionen machen oder so? Was haben wir denn noch? Stalker finden, Werkzeuge bringen. Ich schätze, da müssen wir doch noch die anderen Aufträge machen. Ich hoffe mal, dass das dann bei den Fraktionen was bringt. Dann gehen wir mal hoch zu den Sumpfblutsaugern. Okay, das war's. Viel Glück noch. Gehen. So, schauen wir mal gerade. Passt das darüber? Ja, passt. Dann bin ich mal gespannt. Ich meine, die Viecher waren es auch nicht ohne, aber ich meine, wir sind ja auch einigermaßen ausgerüstet mittlerweile. Von daher kriegen wir das wahrscheinlich hin. Hoffe ich doch mal. Da scheint wieder was an Leichen rumzuliegen. Ist was Brauchbares dabei? Es sind halt nur Zombies. Allerdings frage ich mich, wer die erledigt hat.
Quark. Ente, Frosch, ja, irgendwas in der Art wahrscheinlich. Mit der Unsichtbarkeit ist halt echt nervig bei denen. War, ich glaube, im ersten Teil war das nicht so stressig. Da hat man die wesentlich besser gesehen. Aber hier könnte sich tatsächlich Schrotflinte gut machen. Ich meine, die müssen ja eh ein bisschen auf hier nah rankommen. Na, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ah ja. Einmal. Was ist das denn? Der mich einfach so angegrapscht. So, Nummer 2. Leider sind halt Helm und Rüstung jetzt gerade wieder ordentlich angegangen. Ja, relativ reizend, die Viecher, das stimmt. Bin ich gerade noch geheilt? Na komm. So. War das echt gerade nicht so ohne. Aber hey, wir haben's. Okay, so, dich haben wir voll geladen. Das ist gut. Dann wechseln wir nämlich jetzt gerade nochmal die Waffe aus. Vielleicht können wir die Belohnung dann direkt wieder in Reparatur investieren. Naja, und was mampfen können wir auch nochmal schnell. Hopp, hopp, hopp. Ab zu Trapper. Naja, oder erstmal das Spiel abstürzen lassen. Geht natürlich auch. So, wo war denn der letzte Speicherpunkt? Vor 2 Minuten, okay, das geht noch. Das ist auf jeden Fall machbar.
Gott, und noch einmal kurz raustappen, sehe ich gerade. Ich glaube, das war jetzt vor den Viechern, wenn mich nicht alles täuscht. Bevor wir die erledigt hatten. Ah, ich glaube, der letzte fehlt wahrscheinlich noch. Jupp. So, ausgeplündert hätten wir euch. Dann noch einmal leben. Bitte. Dann geht's jetzt auf zum letzten. Wenn wir jetzt ein bisschen langsamer wären. Dass man die anscheinend nicht treffen kann. Was bist du denn hier? Hey, mit euch hat hier niemand gerechnet. Ihr wart das letzte Mal nicht da. Ich bin halt noch am Nachladen. Was halt leider ewig dauert bei dem Ding. Während der Nachladeambition kann ich nicht schießen. Okay, gut zu wissen, ich muss bei dem Ding öfter nachladen. Da ist er. Gut, das Wasser ist ganz gut, weil hier halt die Kreise von ihm sieht. Beziehungsweise im Wasser halt dann die Bewegungen. Getroffen ist er. Gut, das ging deutlich besser diesmal. Aber ja, der Kollege lädt echt langsam nach. Also bei den anderen Waffen ja auch. Aber ich glaube, gerade die Schrotflinte ist halt echt extrem langsam. Na gut, jetzt haben wir, was wir wollten. Einige tote Blutsauger. Sagen wir mal Bescheid und hoffen, dass es bei irgendeiner Fraktion dann so weit kommt, dass wir dann die Monolithen aufnehmen dürfen, oder dass sie dann die Monolithen aufnehmen. Na, das ist doch schön. Willkommen zurück. Also meist ist wieder voll da. So, noch einmal durchgewechselt. Andererseits brauchen wir halt immer noch Geld oder irgendwas für diesen verdammten Strahlenschutzanzug. So, apropos Geld, wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, 7.000 ist halt nicht viel. Wir brauchen, glaube ich, echt mindestens so 30.000, wenn nicht noch mehr. Ich hoffe mal, es gibt Aufträge, die sich auch gut ordentlich rentieren. Mampf. Mal ein bisschen Touristenfrühstück reinhauen.